Gerade in diesem Moment leben wir in einer sehr anstrengenden Zeit, in einer Zeit, wo Menschen sterben, wo sehr viel Gewalt ausgeübt wird. Und das hat mich veranlasst, mal in die Astrologie hineinzuschauen und zu gucken, was ist denn die Tendenz für die nächsten 2 Jahre? Wie könnte es denn bei uns weitergehen? Du erfährst alles in meinem Video jetzt gleich. Wer mich noch nicht kennt, ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Und wir sind eines der größten deutschsprachigen Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich. Und wenn du immer die neuesten Nachrichten der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke. Ich sag schon ganz, ganz lieb Danke dafür. Ja, also wir haben, wie gesagt, eine ganz aufregende Zeit des Wandels, in der wir sozusagen feststecken, in der wir einfach sind. Und in dieser Zeit des Wandels kann ganz viel geschehen, es kann ganz viel Positives auch geschehen, obwohl es im ersten Moment nicht so aussieht. Wir wissen, wir waren vor 2 Jahren oder wir waren 2 Jahre lang in einer ersten Angstschleife vor einer Krankheit. Ihr wisst genau, was ich meine. Und jetzt befinden wir uns am Anfang einer zweiten Angstschleife, die mit Krieg zu tun hat. Es heißt immer, wenn sich eine Tür schließt, kann sich erst die neue Sache, die neue Türe öffnen. Oder das Neue kann erst kommen, wenn das Alte geht. Das ist gar nicht so einfach, wenn man mittendrin steckt und vor allen Dingen die Menschen, die darunter leiden. Das ist natürlich ein sehr schweres Schicksal, was gerade geschieht. Wir haben von der astrologischen Konstellation im Moment vergleichbar die gleiche Situation wie am Ersten und Zweiten Weltkrieg. Jetzt sind wir natürlich in unserer Technik, in unserem Wissen hoffentlich weiter fortgeschritten. Und wir haben auch das Internet. Das war ja damals noch nicht so. Und über das Internet kann sich dann doch mehr Wahrheit verbreiten als wie ohne das Internet. Natürlich verbreitet sich auch mehr Unwahrheit. Aber es ist an uns zu erkennen, was ist jetzt wahr von diesen Meldungen und was ist nicht wahr? Was ist übertrieben? Was möchte unsere Aufmerksamkeit in einnehmen und wo ist es, sind vielleicht wichtige Sachen, die übersehen werden? Vielleicht ist ja alles extra so gemacht. Also das sind Annahmen, die man sich hier so machen könnte. Wichtig ist für uns zu wissen, wir sind gerade in der Zeit des Wandels und in einer Konfliktsituation. Jede Konfliktsituation kann sich lösen und es sind ja auch immer schon die ganze Zeit große Friedensenergien unterwegs, die wir gesendet haben. Wir haben gebetet, wir haben meditiert. Ich verlinke euch nochmal das Video hier oben. Alle Menschen haben versucht, das in die Friedensenergie einzuhüllen und die negativen Energien aufzulösen. Das heißt, wir gehen durch eine große energetische Veränderung gemeinsam hindurch. Für manche Menschen ist das sehr viel und sie können mit dieser Veränderung nicht so gut Schritt halten. In diesem Moment möchte ich einfach den Ratschlag geben, folge dem, was in deinem Herzen gefühlt wird, was du da fühlen kannst. Folge dem, was deine innere Wahrheit ist und lass dich bitte nicht so sehr von diesen Angstenergien einfangen, denn Angst ist eine niedere Energie und schadet der ganzen Erde. Ich denke, das wisst ihr alle und für alle, die es noch nicht so genau wussten, ist es vielleicht ein Ansporn, noch mal mehr ins Positive zu gehen. Wenn ich jetzt mal in die Jahre 2020 begann es ja schon bis 2025 schaue. Denn bis dorthin sind wir noch in diesen, ja, Krawallen irgendwie energetisch gefangen.
Ja, und was bedeutet dies jetzt alles für unsere Zukunft, diese Zeit, die wir gerade durchmachen? Es hat ja 2020 begonnen und ich könnte jetzt einfach mal bis 2025 vorschauen, denn dort wird sich ein Höhepunkt ereignen am 12. April, der uns in eine ganz große Friedenskraft hineinbringt. Und diese Friedenskraft hat ihren Höhepunkt am 12.04., also 10 Tage, 20 Tage später. Und diese seltene Konjunktion, die da entsteht, die kann man im Leben eigentlich nur einmal erfahren. Es ist auch gut, denke ich. Wir gehen ja da wirklich durch eine schwere Zeit hindurch. Und dieser Transit, der da entsteht, der bringt zwei Energien. Der bringt einmal die Möglichkeit, dass man sich wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht befindet, oder sie bringt eine ganz große Orientierungslosigkeit. Jetzt kommt es halt darauf an, wie wir darauf reagieren. Es ist also wichtig, dass man wirklich nicht in die Angst geht. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist so wichtig, dass ihr immer auf das vertraut, was in eurem Herzen ist. Und das Allerwichtigste ist, sich nach oben zu öffnen, in das Universum und einfach sich der großen Liebe der intergalaktischen Bewusstseinsebene zu öffnen. Was noch auch ganz wichtig ist bei der intergalaktischen Bewusstseinsebene, um dort richtig gut hineinzukommen, gibt es die Plejadenschule. Ich habe den Link unter das Video gemacht. Wer sich da informieren möchte, kann dies tun, weil wir dort eine kolossale Unterstützung bekommen, um leichter durch diese Zeit hindurchzukommen und auch um leichter Kontakt zu bekommen zur geistigen Welt, zu den lieben Wesen des Universums, die alle für uns da sind, besonders den Plejaden. Denn diese Bewusstseinsebenen, die sind ja da und sie verlangen von uns nur, dass wir uns dem öffnen und eintauchen. Und dann kann Frieden kommen. Dann haben wir Sicherheit und wir bekommen dann auch neue Impulse, wie es weitergehen kann. Und wir bekommen die Kraft, Versprechungen zu erkennen, welche nur Versprechungen sind, die nicht eingehalten werden. Und davon wird es noch viele geben. Leider ist das so. Es bäumt sich noch einmal diese negative Seite auf. Diese enorme Kraft der Angst macht das möglich. Und wir sind gefragt, immer weiter, auch wenn Friedensgespräche, wenn es solche Gespräche gegeben hat, sind wir immer noch weiter gefragt, den Frieden zu verstärken. Denn es gibt ja auf der Erde mehrere Kriege. Es gibt nicht nur diesen einen Krieg, wo jeder auf einmal drüber spricht. Die anderen sind auch alle noch da und aktuell. Und dafür ist dies eine Lichtarbeit, die man wirklich immer wieder ständig tun sollte. Das ist so meine Meinung, mein Gefühl dazu. Und der Pluto ist in einer Wandlung und er ermöglicht uns auch eine große Manifestationskraft. Er unterstützt uns durch diese Energie, die er jetzt erstmal erzeugt, neue Werte zu erschaffen. Denn wie gesagt, das Alte muss erst gehen, bevor das Neue kommen kann. Aber diese Möglichkeit, die sich dadurch ergibt, ist wirklich ein Weg des Erwachens, ein Weg des Erwachens, den wir zusammen gehen können und in dies in Verbundenheit und Liebe gehen sollten. Im Moment wird das alles verschleiert. Es wird uns immer noch nicht die Wahrheit gesagt, aber wir entwickeln uns ja so weit weiter, dass wir das erkennen, dass wir schon lange wissen, wenn jemand lügt. Und es ist auch nicht schwer. Denn es gibt fast niemand von den wichtigen Menschen, die nicht lügen. Es gibt ein paar, aber die meisten eben nicht. Und
Das heißt jetzt also für uns, alles, was uns destabilisieren möchte, all die negativen Kräfte, die Ängste, auf die brauchen wir gar nicht einzugehen. Auf die sollten wir nicht achten, sondern uns tatsächlich immer nur auf unser Herz, das Gefühl im Herzen zu achten. Das ist unsere Wahrheit. Und das führt zusammen zu einer neuen Welt, die sich tatsächlich 2025 viel, viel extremer zeigen kann, viel deutlicher zeigen kann als jetzt, weil im Moment ist ja alles, auch das ist noch verschleiert. Das heißt, es ist eine ganz große Auflösung und Transformation der Energien nötig, damit es vorangehen kann. Und die Möglichkeiten dann, die sich nach 2025 ergeben, das ist durch diese große Erwachensenergie, die dann zu uns kommt, die uns unterstützt, die wird unsere hellsichtigen Fähigkeiten, unsere Telepathie, all das wird sich verstärken. Das heißt, wir können noch viel leichter miteinander kommunizieren und diese Verbundenheit spüren. Es bringt auch noch einen anderen Aspekt, dass gerade die geistigen Heilweisen werden leider noch mehr verlacht und verhöhnt, es könnte sein, weil man erkennt, dass diese geistigen Heilweisen eine ganz große Kraft besitzen. Das sind alles Tendenzen. Wie es sich letztendlich gestaltet und wie es tatsächlich wird, das sieht man später, weil nämlich die Menschen mit jedem Gedanken ein Wort und eine Tat manifestieren. Und je nachdem, wie die Menschen insgesamt alle Menschen manifestieren, wird das eine so geschehen oder nicht so sehr geschehen. Deswegen ist es auch jetzt wieder an uns gefragt, einfach in dem Positiven zu bleiben und tatsächlich das Negative zu transformieren. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind am Anfang der Luftepoche. Und die Luftepoche, die hat der richtige Beginn oder der Übergang in die Luftepoche ist 2025 erst abgeschlossen. Und bis es soweit ist, gibt es eben noch dieses Hin und Her der alten Energie und der neuen Energie. Und das erreicht ihre Normalität 2025. Wir können dies unterstützen einfach mit unserer Liebe und mit unserem Licht und dass wir uns nicht fangen lassen von den negativen Energien. Und der 2025 ist der Übergang von in diese wundervolle neue Zeit, die uns dann auch noch viel klarer vor Augen erscheint und wir wirklich auch von dem alten System wegkommen, denn es wird da auch immer mehr Auflösungen geben. Und es ist auch wichtig für jeden Einzelnen, so für sich zu erkennen, wo hänge ich denn noch selbst in irgendwelchen alten Dingen fest. Einfach dann loslassen und sich dem Neuen öffnen. Das Neue, es kommt unausweichlich. Und wer zu sehr am Alten sich festklammert, wird da in Probleme kommen, wenn er nicht loslassen kann, weil die Strukturen bringen dann schwierige Energien, die einen wieder schwach machen und Ängstlichkeit auch unterstützen. Also es heißt, wir haben den großen Wertewechsel, in dem wir uns im Moment befinden. Und die astrologischen Sterne, die Konstellationen, all das unterstützt es im Moment und das ist auch gut so, weil wir dadurch in die Energien hineinkommen, die uns das Neue bringen. Und dafür sind wir hier auf der Erde. Jetzt möchte ich gerne noch eine Meditation mit euch machen, damit wir ja gestärkt werden und einfach leichter durch diese Zeit hindurchkommen, um das Neue in Empfang zu nehmen, was auf uns wartet. Und dass wir auch besser durch diese aktuelle Zeit hindurchkommen. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der Meditation.
geliebte Menschen, Familie, geliebte Menschen, geliebte Seelen, geliebte Lichtmenschen, ich darf euch heute ganz herzlich hier begrüßen. Wir wissen, dass wir im Moment in der Zeit des Wandels, in der Zeit des Übergangs uns befinden. Und wir wissen alle, dass diese Zeit eine große Herausforderung für uns ist. Aber wir sollten auch wissen, dass ein jeder Einzelne die Kraft trägt, diese Herausforderung zu meistern. Denn sonst wärst du nicht in dieser Zeit inkarniert. Und so möchte ich dich bitten, jetzt in dein Herz hineinzufühlen, dich mit deinem Herzen auszudehnen und diese große Liebe und Kraft zu fühlen, welche in dir wohnt. Du spürst, wie du tatsächlich mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst und du entspannst ganz bewusst deine Augen, deine Stirn und deinen Kiefer. Und nun lässt du diese Entspannung durch deinen ganzen Körper fließen. Und so rufe ich die Engel gleich für dich, denn sie werden eine wertvolle Botschaft für dich bereithalten. Und so rufe ich die Räte des weißen Lichtes. Einströmt die Energie des Lichtes, der Liebe und des Friedens. Einströmt diese Energie zu dir, in dein Zuhause und in dein Herz, wenn du es öffnen magst. Wir, die Räte des weißen Lichtes, sind gekommen, um dich zu halten und um dich zu stärken, um dir zu zeigen, dass du so wie du bist, gut bist und um dir zu sagen, dass du so sehr geliebt wirst und wir dir unsere Hilfe gerne zur Verfügung stellen. Und so möchten wir dich gerne einladen, die neue Erde zu kreieren. Denn dies ist deine Kraft, die Kraft deiner Gedanken, die Kraft deiner Worte, welche zu Taten werden. Und sie wird diese Kraft, die Zeitlinie nähren, welche du bestimmst. Und so lege nun den Wert darauf, eine Zeitlinie auszuwählen, die Zeitlinie der neuen Erde in Frieden und Fülle für alle Menschen. Und wenn du einverstanden bist, dann werden wir nun zusammen in diese Zeitlinie eintauchen und dort unsere ganze große Liebe mit dir zusammen einfließen lassen. Visualisiere für dich, wie die Erde aussehen soll. Visualisiere den Frieden auf der ganzen Erde, liebevolle Menschen, wie sie sich gegenseitig unterstützen,
und in der Fülle leben. Ein Leben in Leichtigkeit, in Gottverbundenheit, in der Bewusstheit der Einheit, in der Bewusstheit der Einheit von allem, was ist, getragen von der göttlichen Intelligenz, der vollkommenen, unendlichen Liebe. Und so geben wir dir ein wenig Zeit, um die Bilder entstehen zu lassen, welche das Neue hervorbringen werden. Denn du bist der Schöpfer der neuen Erde. Und so bedanken wir uns für dein Licht, für deine Achtsamkeit, denn du hast Großes bewirkt. Du hast die neue Erde kreiert. Und so verabschieden wir uns voller Liebe von dir, in großer Dankbarkeit. Und wir geben dir den Mantel von Smarana, den wir um deine Schultern legen, damit du sicher und geschützt bist. Und du kommst nun wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Es war sehr schön und ich konnte genau sehen, wie es sein wird auf der neuen Erde. Ich konnte alles genau sehen. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. So viel Liebe, so ein schönes Leben. All das können wir manifestieren und zusammen sind wir stark. Schön, dass du heute wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Und wenn dir die Botschaften wichtig sind, die neuesten Botschaften zu erhalten, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, indem du auf diese Kugel klickst. Ich danke dir sehr. Bis zum nächsten Mal.